Auch mein Text trägt eine gewisse Wut in sich, was der Entstehungssituation geschuldet ist. Und zwar saß ich vor meinem leeren Blatt und wollte einen Text schreiben, der irgendwie dem Anlass entspricht und dachte mir, was soll ich tun? Ich bin 1992 geboren und soll jetzt hier einen auf super Lebensweise und Erfahren machen. Und dann las ich einige Leserbriefe in der Zeitung. Und es war so eine Seite mit vielen Leserbriefen zum Thema Armutseinwanderung oder wie man das sonst auch immer irgendwie grausam betitelt. Und das tat sehr weh, diese Leserbriefe zu lesen. Und in einem Leserbrief stand der Satz, ich bin ja kein Nationalist, aber... Und alles, was danach folgte, sprach sehr deutlich doch. Und das hat mich inspiriert. Und deswegen trägt der Text den Titel Dumm ist, wer Dummes spricht. Ich habe auch Forrest Gump geguckt, das spielt auch in den Zeitraum. Gut. Wenn wir uns an die Hände nehmen, unseren Nebenmann tief in die Augen sehen und endlich verstehen, Worte, die nichts taten, vier Taten, die Worte starten. Die Nacht steht am Himmel mit tausend bösen Sagengesichtern, die Zukunft schlecht zu reden wie apokalyptische Reiter mit Kreuzrittern. Nichts hält, was Halt verspricht und spricht wie haltloses Geschwafel. Schwefel säumt die Weizenfelder und Gift brodelt in den Adern. Am Tag Dinge zu hören ohne Sinn, sind nachts die Dinge freie Taten auf immer wieder gleich verschiedene Arten. An vielen Stellen vor vielen Jahren geschahen Dinge tiefer Schmerzen, aus deren Folgen wir zu lernen scherzen, ohne wahrlich zu erkennen, welcher Weg noch vor uns liegt, den es gilt nicht zu errennen, bis auch die letzte Geistesmauer fliegt. Versteckt in der Mitte einer jeden Kultur liegt, verborgen in der Offensichtlichkeit, der Feind alles Bunten, der Feind aller Liebe, der Feind alles Großen, die Einfachheit. Denn die Welt sieht anders aus, voller frisch gegorener Pappnasen, die nichts tun, außer Angst zu pflegen mit längst gehörten Phrasen. Über Türken lästern und sich einen Döner kaufen, über Inder herziehen und Germanisch sprechen, Araber schmähen und doch Bier saufen und überhaupt Arabisch rechnen. Sich beim Peter Maffay hören über Rumänen beschweren, zum aufrechten Gang fehlt der Umgebung der Mut, habt ihr aufgehört, die Freiheit zu verehren, ja, Türken sind scheiße, doch ihr Döner ist gut. Ich bin ja kein Nationalist, aber das muss mal gesagt werden. Hört ihr euch eigentlich selbst beim Reden? Jedem das Sein und bitte alles in Herden und am besten so aussehen wie Schweden. Am besten einen, der mal was in die Hand nimmt, einen, der mal sagt, wo es lang geht, der dir sagt, was gut ist und was stimmt, der noch für was steht. Doch für was? Ja, für was stehen diese Menschen, wenn Stehen überhaupt zutrifft für dieses rückgratlose Kriechen? Sie stehen für Hass und für Angst und für alles, was schlecht ist. Merken nicht, dass sie in ihren eigenen Gedanken siechen. Hinter jeder Ecke, wo verschränkte Arme lauern, wo Parolen noch auf Floskeln treffen, wo noch gesungen wird von Bankern und von Bauern, wo sich Fähnlein noch im Wind selbst treffen. Dort stehen sie und schüren Angst mit ihrem schamlosen Gebrüll, hoffen, dass du vor Mitmenschen bangst und anderen unbedachten Müll. Doch, hey Nazi, du bist frei und auch deine Gedanken können es sein, wenn du einsiehst, dass jeder Mensch auf der Welt vom selben Schlag ist. Dann fällt dir trotz deiner Beschränktheit ein, wer eigentlich du selbst bist. Vielleicht der Sohn eines Vaters, der ohne Grund kämpfte, Sohn einer Mutter, die vor seinen Trümmern stand, Neffe eines Mannes, den nie jemand kannte, Vater eines Sohnes mit deinem Verstand. Dann merkst du, dass du versagt hast oder merkst es auch nicht. Viel wichtiger ist, dass jeder sich ein Herz fasst und die Farben dieser Welt ins Kunterbunte mischt. Denn diese Welt verleiht uns Pflichten, in Liebe zu handeln mit allem, was wir haben, nicht haltlos über Ärmere zu richten und ungefiltert Nonsens labern. Diese Menschen sind wie wir, diese Menschen sind wir. Die Realität ist hier und sie ist nun mal so schwer, wie sie ist, dass du auf deiner Suche nach leichten Lösungen vergisst, was wir eigentlich tun sollten. Offene Herzen sein für die, die eintreten wollten. Ich strecke meine Faust in den Himmel für die Rechte der Schwarzen, zwei Finger für alle, die nicht mehr da sind, leg meine Finger zur Raute, wenn mir alles egal ist, irgendein Horst ist immer auf dem rechten Auge blind. Im Kampf gegen Homophobie, als hätte die Welt was erreicht, nur weil ein Schwuler jetzt Fußballspieler heißt, solange nicht mal Lehrer frei lieben können, sollte sich kein freier Denker eine Auszeit gönnen. Es gibt so viel zu tun, wird oft gesagt, doch wie wahrscheinlich ist, dass wir wirklich handeln. Wenn einer nur mit genug Angst nachhakt, würden wir auch mit dem Teufel handeln. Das Leben
ist wie eine Tüte Gummibärchen. Alle sind bunt und keiner schmeckt gleich. Doch jeder Versuch, uns nach Farben zu trennen, sucht uns widerlich heim. Es reicht. Hier, an diesem Ort, gibt es keinen Grund zum Weinen. Hier, an diesem Ort, gibt es das Wissen, dass es gelingt, dass wir es schaffen können, die Welt zu vereinen, wenn die eine Stimme nur mit der anderen singt. Wenn wir uns an die Hände nehmen, unserem Nebenmann tief in die Augen sehen und gemeinsam verstehen, wir können im großen Licht scheinen, denn es sind bloß die Unterschiede, die uns vereinen.